Moinsen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part hier bei Far Cry 4. Ich wollte gerade sagen Watch Dogs 2, aber das ist ja das ist ja schon abgedreht. So, ich werde jetzt erstmal hier Tageszeit ändern. Nö, kann auch nicht so bleiben, akzeptieren. So. Morgen! Ich wollte nur noch mal ganz kurz gespeichert haben, ne? Nur mal so als als kleine Info. So. Wir wollten jetzt ja die erste richtige, also, ne, die geringste Mission hier starten, ne? Ich sollte vielleicht mal meine Trinkflasche woanders hinstellen, ansonsten sehe ich den Radar, beziehungsweise das links hier unten links in der Ecke nicht. So. Mit was fangen wir denn an? Ja, komm, hier mit Sabal hieß er, oder? Ich hätte mal besser aufpassen sollen. Gib ihm etwas Morphium und schalt das Scheißradio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um die Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht hältst. Okay. Versprochen. Wir versuchen unser Bestes. Propagandamaschine. Alter. Erreicht den Glockenturm. Na, werden wir mal gucken, ne? Ich habe übrigens jetzt vom letzten Part aus den Sound nochmal ein bisschen leiser gestellt, weil mir aufgefallen ist, der war sehr, 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 sehr laut. Und das, ne, das muss er sein. Seit der goldene Pfad den Außenposten erobert hat, können die Leute endlich wieder das Tal verlassen. So, ist ja schön. So, warte mal. Wir müssen doch da drüben zu dem Turm hin, oder? Wieso soll ich denn dann die Seilrutsche benutzen? Der goldene Pfad kontrolliert jetzt den Außenposten und lässt die Leute wieder auf den Wenn du das sagst, dann mache ich das, bitte. Juhu! So, da haben wir einen Händler. Der Handel ist eröffnet. Als hätte ich das schon mal. So. Standardsteuerung. WASD lenken, beschleunigen und bremsen. Schießen mit der rechten. Ja. Doch. Rechte Maus. Ja, nee, linke. Ach Quatsch. Also, ja, steht ja hier. Ja. Du kannst die Fahrzeugsteuerung mit ESC im Pausenmenü unter Steuerung anpassen. Dann findest du andere Fahrzeuge. Ja, alles klar. Gut, gut. Das kann nichts werden. Mit einer Seitenwaffe kannst du beim Fahren schießen. Standardsteuerung schießen und Wurfgeschosse werfen mit der Messerwand. Und beim Fahren die Fahrhilfe zu aktivieren. Wenn sie aktiviert ist, folgt ein Fahrzeug der Straße automatisch, während du Ziele neben und hinter dem Fahrzeug anvisieren kannst. Das wird nichts. Das, nee. Das kannst du vergessen. Hi Kollegen, na? Halt du die? Mach mal Platz hier. Hab's eilig. Ja. Achso, ein bisschen. Ja. Ist ja gut. Hier diese. Was? Unfallstelle? Eine Unfallstelle? Was ist denn passiert? Oh. Kollege, was hast du für eine Scheiße gemacht? Beutetasche fast voll. Ja, das ist ja... Hätte ich aber doch was bedingsten sollen, ne? Also verkaufen sollen und so. So, erreicht den Glockenturm. Ah ja, eh halten und klecker. Ja. Es war, glaube ich, keine gute Idee, dieses Projekt zu starten.
Oh yeah. Seid artig, sonst gibt's R. Schön tutti bleiben, ne? Ja. Och, nö. Jetzt sag mal nicht, ich muss noch hier... Oh, nein. C. Oh. So, Waffe weg. Nö. Ich bin eigentlich mit der sehr zufrieden. Also gleich, wenn wir diesen Glockenturm eingenommen haben, müssen wir dann mal gucken, dass wir erstmal unsere Beutetasche irgendwie gewinnen können. So. Autsch. Das gibt einen blauen Fleck am Knie. Ich verstehe nicht, warum der Knie noch auf das alte System besteht. Ich dachte, der wird nicht mehr bedingst hier. Also der ist nicht mehr am... Ne, du auch nicht. Ich kann da nicht ewig drin bleiben. Ja, du hast angefangen. Auf Kalkheit, jawohl. Also, so, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Alles klar. So, ach, hier ist dieses komische... Was ist das hier eigentlich? Das leuchtet so komisch. Halten zum Entfernen. Okay. Halt, wo, was? 150? Alles. So, Glockentürme. Erreiche die Spitze des Glockenturms, um Paganmins Propagandasignal zu stören. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu kostenlosen Waffen und schaltest neue Aufgaben frei. Geil. Mach ich. I'm on the way. My little friends. Das nervt nur ein bisschen, ne? Auch wenn es den Kürer keine offizielle Aufgabe gibt. Wenn du welche siehst. Ja, ja, na dabei. Da ist auch noch irgendwas, was wir entfernen können. Aber jetzt erstmal gucken, wie wir hier bei... Ey. Schön artig sein hier, bitte, ne? Mich bitte nicht stechen. Ich habe eine Phobie. Gegen Wespen, gegen Hummeln, gegen alle so weit gesetzte Insekten, die es gibt. Gesundheit und Sicherheitswarnung. Paramin möchte Sie alle daran erinnern, dass der Zugang zu den Glockentürmen von Kyrat offiziell verboten ist. Diese gefährlichen Ruinen sind eine Bedrohung für Leib und Leben. König Ming hat in all seiner Güte Truppen der Royal Army abgestellt, um seine treuen Untertanen vor den Gefahren, die von diesen Türmen ausgehen, zu schützen. Möge Pagans Licht auf alle scheinen. Das mit, ja, ist gut. Ich sag da nichts zu. Es folgt können ganz schön nerven, wenn ich den Belaber. Ja, ich leuchte mit. Ach, da ist auch noch. Das ist wunderbar. Könnte man dann ja auch noch.
Aber ich glaube, unser Beutel ist ja unbedingt, also fast voll. Weißt ja Bescheid. Müssen wir eventuell später nochmal hier hochklettern, aber das ist ja kein Problem. Ja. Das sollte man ja eigentlich nicht. Sie hören eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie, die... Aber selbstverständlich. Versammlungen sind zu jeder Zeit willkommen, sofern sie den Richtlinien entsprechen, die Hagan ihn persönlich aufgesetzt hat. Diese Richtlinien dienen ihrem eigenen Wohlbefinden und ermöglichen uns ein sicheres und harmonisches Leben. Ach, die Schnellste. Ein von 17 Doppeltürmen befreit. Nice. Wenn du ein Auto freigestellt, packst du das, was? Egal. Aus des alten Bücher. Über Zuflug. Ja, sehr nice. Sehr schön. Das heißt, diese Orte können wir uns jetzt anschauen. Sammle verschreute Vorräte in dieser Aufgabe und liefere sie beim goldenen Pfad ab. Du erhältst XP und Rupien. Ach, Rupien heißt das. Okay. Alles klar. Ja, das ist ja, ne, das ist, ist ja kein Problem. So, Fähigkeiten, wir haben jetzt 3 Punkte zur Verfügung. Da warten wir aber noch mit. Ich möchte das gerne ein bisschen erstmal sammeln. Mission beendet. Propagandamaschine. Nice. Die Karte markiere das Eisenbahn drücke auf die linke Monsters. Alles klar. So, gut, dann würde ich sagen, machen wir das dann mal. Diese 2 Kisten, die holen wir dann später. Einmal hier auf. Ja, ich wollte eigentlich auf die Karte. Dankeschön. Dann können wir doch hier ein Schnellreise-Gedings genau. Ich wollte es gesagt haben. So. Hier können wir doch erstmal ein bisschen was... Oh, neue Waffe freigeschaltet. Geil. Ja, wunderbar. Ja, komm, verkaufen wir einmal den ganzen... Wir können ja eigentlich alles, glaube ich, verkaufen. Oder bin ich da jetzt falsch? Oder brauchen wir irgendwas Bestimmtes noch später? Ist jetzt das Problem, was ich jetzt gerade habe. Pass mal auf. Also die Wunderkerzen, die brauchen wir glaube ich nicht. Der Reißsack kann weg, violettes Blatt kann... Ist das vielleicht wichtig? Ich weiß es nicht. Antibabypille. Ja. Die Pille, eine halb leere 21er Schachtelleiter, wurde der Babylieferdienst eingestellt, nachdem alle Stöcke zu Munitionsbeuteln verarbeitet wurden. Boah! Ho, ho, ho. Ist das gemein. 3 Opiumpfeifen. Alter. Hauen wir erstmal alles raus, was geht, ne? Auch Trucker Speed genannt. Damit bleibt man auch bei langen LKW-Fahrten wach. Nebenwirkungen trockener Mund, Übelkeit und erhöhte Affinität für alberne CB-Funknamen. Okay, das brauchen wir. Ey, brauchen wir auch nicht. Shangri-Lager. Das beliebteste Bier aus der Gegend. Dieser erstklassige Lager verwendet reines Gletscherwasser für seinen frischen Geschmack. Boah, komm, weg damit. Alter Porno. Was? 3-mal und das 12.000, jawohl. Eine 16mm Filmrolle mit was? Ins Eis genagelt. Teil 3, da wird ja jeder Yeti voll. Von Kirati Films. Mit Sharma Salsa und Riti Ninriti Kapoor. Oh yeah. Sehr nice. So, der Pager kann weg. Konfliktdiamant. Ja, komm weg damit. Oh, ich glaube, unser Portemonnaie ist gleich voll.
Ja, Plastiktüte kann auch weg. Latexhandschuh. Wachsmannstiftteilung vom Vater und Tochter, die neben einer hässlichen Frau mit einem wütenden Gesicht stehen. Und das sei mit Ashley Harmon 9 Jahre. Okay. Ja, komm, klar. Jetzt geht es komischerweise mit der linken Maustaste auch, dass wir hier Dings verkaufen können. Die meisten Soldaten tragen es ja noch nie, weil niemand auf die Kleidervorschrift achtet. Ja, komm, weg damit. Wir brauchen ja ein bisschen Platz, ne? So. Können wir eventuell nochmal hier ein bisschen gucken. Oh, jetzt piept's. Moment, bei mir piept's gerade. Ach so. Ja. Stimmt, da war ja was. Ich muss, ja, da muss ich dann nachher auch noch gedingsen. Stimmt ja. So. Ja, komm, können wir den erstmal holen, ne? Heilspritzen haben wir alles voll. Seitenwaffe, okay. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen, oder? Weil ich glaube nämlich, diese Waffe, die AK-47, die wir jetzt haben, die ist gar nicht so schlecht. Obwohl, dadurch, dass ich ja jetzt so viel Geld habe, wir könnten uns auch die STG-90 holen. Das müsste ja auch dieselbe, dieselbe Dings sein, hier derselbe Waffentyp. Genau. Zweihändig Sturmgewehr. Die hat mehr Genauigkeit, die hat auch mehr Schaden. Beweglichkeit ist mehr, die Schussfrequenz ist mehr. Gut, die Reichweite, die ist zwar dasselbe, aber sagen wir es mal so, je mehr wir gedingsen können, ne? Die Sturmgewehr aus der Schweiz kompensiert die durchschnittliche Standard Schadenswirkung mit einer respektiven Präzision und Schussfrequenz. Okay, befreie 4 weitere Glockentürme. Und Longinus schaltet diese Waffe gratis für dich frei oder kauf sie dir jetzt. Komm, wir kaufen sie uns jetzt schon mal. Dann haben wir nämlich schon mal so einen kleinen Gedings. Ne? So. Rotpunktvisier. Oder erweitertes Magazin. Ich glaube, je größer das Magazin ist, desto besser, weil diese Rotpunktvisiere, die sind, glaube ich, nicht so ganz das Wahre. Pass mal auf. Wir machen das einmal so. Perfekt. Und können doch jetzt bestimmt nochmal Munition nachladen, oder? Ach so. Gut, das hätte man mir auch vorher sagen können. Ja. Okay. Lassen wir es mal so stehen und liegen. Wir, was sagt denn die Uhr? Ja komm, 11 Minuten, da könnten wir eigentlich noch hier zweite Gedings und so, ne? AJ, hier ist Sabal. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Geil. Okay. Oh, hier haben wir auch noch was zum Lesen. Oder hatten wir das schon? Mein Bethaus. Selbst die will ich zu... Was? Selbst die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Meine Türen stehen immer offen und alle Kinder des Herrn sind eingeladen, mich vom goldenen Pfad Trainingslager zu besuchen. Longinus. Okay. Ja, gut. Wenn ich Zeit habe, ich guck vielleicht mal vorbei. Mal schauen. So. Okay. Mal sehen, was hier zu los ist. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter.
Du, ich habe da etwas überreagiert. Richtig. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Der Wolfsbau. Ach du Scheiße, das muss ich mit Pfeil und Bogen. Ach du Scheiße. Bin ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Aber fragt mich irgendeiner? Nein! Warum denn auch? Triff dich mit Kanan. Alter, ich bin auf Milch. Das ist zwar richtig. Ich fahr jetzt einmal drauf los. Ja, man sieht's. Oh ja, man sieht, ich kann sehr, sehr gut mit dem Kopf fahren. Ich bin gleich wieder da.